Natürlich kannst du und auch die anderen Mitglieder deines Teams weiter alle möglichen Design-Patterns und Architecture-Pattern kreuz und quer in der Anwendung verwenden. Aber wenn ihr das so macht, wie wir es hier beschrieben haben, wird dein Projekt unbemerkt komplexer, schwerer analysierbar, erweiterbarer und vieles, vieles mehr. Und das nur, weil ihr Design-Patterns einfach falsch angewendet habt, ohne wirklich zu wissen, was ihr da am Ende des Tages macht. Und das hat oft fatale Konsequenzen. Und mit diesem Blick ganz ans Ende des Videos begrüße ich dich zum heute mal etwas kritischen Video zum Thema Design Patterns. Design Patterns oder Muster allgemein mag jeder. Design Patterns sind oft für viele der Einstieg in die professionelle Softwareentwicklung und viele fühlen sich erst dann als richtiger Softwareentwickler oder Softwarearchitekt, wenn genug solcher Design Patterns oder Softwarearchitekturmuster beherrscht werden. Ich habe schon tausende Softwareentwickler und Softwarearchitekten ausgebildet und in diesem Video zeige ich dir mal, was ich an den Design Patterns überhaupt nicht mag und warum ich sie manchmal eher für gefährlich halte als für wirklich nützlich und ganz am Ende natürlich auch, wie du dieses Problem zu deinem Vorteil nutzen kannst. Und selten war ich bei einem Video so sicher, dass es die Meinung von euch spalten wird, aber man kann sich ja nicht immer nur Freunde machen. Viel Spaß. Das hier soll kein Grundlagenvideo zu Design Patterns werden, das haben wir auf diesem Kanal ohnehin schon gemacht. Link dazu packe ich dir mal oben in die Ecke. Aber um auch alle wieder hier von Anfang an abzuholen, mal eine Kurzbeschreibung. Wenn im Entwurfsprozess des Software Designs, der Softwarearchitektur oder der Systemarchitektur ein Problem gelöst werden soll, so hat dieses Problem wahrscheinlich schon irgendjemand anderes mal gelöst vor uns. Also bietet es sich ja an, auf diese bewährte Lösung zurückzugreifen und diese umzusetzen. Solche bewährten Lösungen, die mehr oder weniger eine Schablone für die zu entwerfende Klassen, Komponenten oder Servicestruktur sind, werden Muster oder auf Englisch auch Pattern genannt. Je nachdem, ob das Pattern nun im Software Design, in der Softwarearchitektur oder in der Systemarchitektur verwendet wird, heißen diese Muster dann Design Patterns, Software Architecture Patterns oder System Architecture Patterns. Beispiele dafür sind Singleton Pattern, Command Pattern, Bilder-Pattern, MVVM, die Mehrschichtenarchitektur, Microservices, Function as a Service und so weiter. Das heißt, alle hier getroffenen Aussagen gelten für alle Arten von Patterns bzw. Muster, also Entwurfsmuster, Systemarchitekturmuster und Softwarearchitekturmuster. Diese Bewertungen und Lösungen sind den Entdeckern natürlich auch nicht einfach so in den Schoß gefallen, sondern sind das Ergebnis eines ordentlichen und sauberen Entwurfsprozesses. Während diesem Entwurfsprozess werden nun also von den drei Rollen Softwareentwickler sowie Softwarearchitekt und Systemarchitekt zunächst Entwurfsprobleme oder auf Englisch Design Issues identifiziert, welche eingehalten werden müssen, also meistens Qualitätsattribute wie Wiederverwendbarkeit, Austauschbarkeit, Testbarkeit, Analysierbarkeit und so weiter. Wenn diese Design Issues gefunden wurden, werden diese durch eine Entwurfsentscheidung oder auf Englisch Design Decision gelöst. Enorm wichtig dabei ist die Auswirkung von solchen Design Decisions. Mit jeder Designentscheidung stärken wir eine oder mehrere Qualitätsattribute, aber zeitgleich, und das wird für dieses Video noch ganz entscheidend werden, schwächen wir wiederum auf der anderen Seite andere Qualitätsattribute. Beispielsweise erhöht das N-Tier-Systemarchitekturmuster die Verteilbarkeit, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit, sorgt aber aufgrund seiner Charakteristik als verteilte Anwendung für mehr Komplexität, schlechtere Performance und ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, wenn wir es beispielsweise mit einer monolithischen Systemarchitektur vergleichen. Aber das richtig große Problem ist es, dass die Vorteile von Mustern meistens in jedem Projekt gleich sind. Die Probleme und Risiken auf der anderen Seite allerdings sind sehr stark projektabhängig und müssen von der entwerfenden Rolle mit Wissen und Erfahrung ermittelt werden. Beispielsweise in dem Beispiel mit der N-Tier-Systemarchitektur wird die Performance nur dann deutlich schlechter, wenn wirklich große Datenmengen zwischen Server und Client ausgetauscht werden. Sind diese jedoch nur gering, existiert dieses Problem nicht. Du merkst, das ist alles gar nicht so einfach. Während dem Treffen der Design Decisions greifen jetzt alle erwähnten Rollen auf ihren Werkzeugkasten von Fähigkeiten zurück, also beispielsweise auf Entwurfsprinzipien, Taktiken und die eben angesprochenen Muster bzw. Patterns. Das alles braucht man aber eigentlich gar nicht, denn für einen Großteil der Fälle reicht es meistens aus, einfache Entwurfsprinzipien wie beispielsweise Single Responsibility Principle oder das Dependency Inversion Principle zu nutzen, denn damit lassen sich alle bekannten Design Patterns oder auch andere Patterns selber herleiten. Ähnlich wie du in der Mathematik aus niederwertigen Konzepten die höherwertigen Konzepte herleiten kannst, nur dass du dazu in der Softwareentwicklung kein Mathefreak sein musst, sondern meistens eben nur diese angesprochenen Grundlagen reichen. Als einfaches Beispiel nehmen wir mal nicht die Design-Patterns, sondern ein Software-Architekturmuster. Der Gedanke ist aber bei allen Musterarten, wie schon gesagt, identisch. In der ersten Iteration unseres Entwurfsprozesses, der zu entwickelnden Anwendung besteht, der Architekturentwurf nur aus einem großen monolithischen Block. In unserem Beispiel soll die Anwendung über viele
viele Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte entwickelt werden. Während diesen Jahren können wir jetzt schon annehmen, wird sich die Logik der Anwendung kaum ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Datenzugriffstechnologie und ganz besonders die Oberflächentechnologie ändert, ist allerdings ziemlich hoch. Folglich ist unser Design-Issue in der zweiten Iteration die Austauschbarkeit und die Erweiterbarkeit in genau diesem Bereich. Hier hilft wieder das Single Responsibility Principle bei der Aufteilung des monolithischen Systems, denn es besagt, dass jeder Teil immer nur eine Zuständigkeit haben sollte. Diese Zuständigkeit kann man natürlich auf der einen Seite als Domänenaufgabe verstehen, wie wir das schon in ganz vielen anderen Videos auf diesem Kanal gemacht haben, oder eben als technische Zuständigkeit. Wir separieren also alles zur Oberfläche, zur Logik und zur Datenbank, gehörend in einzelne Systeme, erhalten also Systeme für User Interface, Logic und Data Access. Wohl wissend, dass wir damit zwar die Erweiterbarkeit und die Austauschbarkeit steigern, jedoch die Komplexität durchaus enorm steigern mit dieser Maßnahme und auf der anderen Seite die Analysierbarkeit reduzieren. Da besonders die Austauschbarkeit es aber besonders fordert, dass wenig Abhängigkeiten zwischen den Systemen existieren, das ist sogenannte Kopplung, erlauben wir nur Abhängigkeiten von User Interface auf Logic und von Logic auf Data Access. Mit dieser gesteigerten Austauschbarkeit nehmen wir bewusst in Kauf, dass alle Datenzugriffe fortan über die Logik laufen müssen, steigern also nochmal die Komplexität und vermindern dabei erneut die Analysierbarkeit und unter Umständen auch ein wenig die Performance der gesamten Anwendung. Wo wir gerade bei Analysierbarkeit sind. YouTube kann Videos wie dieses hier am besten analysieren, wenn es genug von euch gefällt. Deswegen würdest du mir und dem YouTube-Algorithmus sehr dabei helfen, dieses Video unter noch mehr Entwicklern zu verbreiten, wenn du meine Arbeit mit einem Like unter diesem Video honorieren würdest. Vielen Dank dafür. Da wir in allen drei Systemen nun technische Funktionalitäten benötigen, wie Logging, Lokalisierung, Transaktion, Konfiguration und so weiter, erstellen wir in der dritten Iteration noch ein viertes System, welche diese Anliegen oder Englisch auch Concerns enthält. Da diese Concerns jedoch weder UI noch Logik oder Datenzugriff benötigen, geht von diesem neuen System keine Abhängigkeit zurück in die anderen Systeme. Damit steigern wir die Wiederverwendbarkeit auf der einen Seite, werden aber durch die vielen Abhängigkeiten auf dieses eine einzige System anfälliger für Fehler. Schließlich kann jede Erweiterung oder Wartung in dem Concern-Modul zu Seiteneffekten in einer der anderen drei abhängigen Module führen. Folglich leidet unter Umständen die Stabilität. Um diesen Effekt in der Praxis dann in den Griff zu bekommen, würde man entsprechende Werte für die Codeüberdeckung von Unit-Tests als Architekt in diesem Concern-Modul vorschreiben, aber das ist wieder mal ein Thema für ein ganz anderes Video. Wenn wir das Ganze am Ende etwas anders zeichnen, kommen wir, oh Wunder, zu einem identischen Entwurf, als wenn wir direkt das Software-Architekturmuster Mehrschichten-Architektur gewählt hätten. Das heißt, wir sind genauso erweiterbar und austauschbar, sind uns aber auch der Risiken bewusst, die dabei entstehen. Der Entwurf ist komplexer und damit schlechter analysierbar und mitunter anfälliger für Seiteneffektfehler und Performanceprobleme. Alles drei sind Risiken, die beherrschbar und behandelbar sind natürlich, wenn man sie denn kennt. Und genau damit kommen wir zu meinem Problem, was ich bei der Verwendung von solchen Mustern in der Praxis immer wieder sehe. Wir als Softwareentwickler, Softwarearchitekten und Systemarchitekten müssen in einem iterativen und ordentlichen Entwurfsprozess dafür sorgen, dass eine Architektur entsteht, die genau unseren Wünschen entspricht. Dabei ist es selbstverständlich super wichtig, dass wir alle gewünschten Qualitätsattribute im Blick behalten und so adressieren, wie es in den nicht funktionalen Anforderungen und auch den architekturrelevanten funktionalen Anforderungen von uns verlangt wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber bei all den Entscheidungen auch immer den negativen Einfluss dieser Entscheidungen kennen, bewerten können und gegebenenfalls gegensteuern, wenn dieser Einfluss irgendwo zu extrem ist. Und ich sage es nochmal, diese Leistung muss der Entwickler bzw. Architekt selber erbringen, weil die Nachteile eben sehr stark von der Situation beeinflusst werden, in der das Muster gerade eingesetzt wird, also die Projektsituation. Aber genau dieses Wissen kommt bei Design Patterns und allen anderen Musterarten zu kurz oder ist praktisch gar nicht vorhanden. Wozu ein Factory Pattern ist, das weiß jeder gute Softwareentwickler. Was die Nachteile sind, allerdings nicht wirklich. Es kennt auch jeder das Singleton Pattern, aber auch hier sind die Nachteile eher unbekannt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Microservice-Projekte ich derzeit betreue, bei denen die entsprechenden Teams nicht mal ansatzweise eine Ahnung hatten, was da an Komplexität auf sie zukommen wird und jetzt damit so stark zu kämpfen haben, dass kaum noch Output, also neue Funktionen, aus der Softwareentwicklung rauskommen. Mit dem Ergebnis, dass wir die entsprechenden Projekte jetzt auf eine kleinere Systemarchitektur umbauen müssen. Natürlich kannst du und auch die anderen Mitglieder deines Teams weiter mit allen Design-Patterns und Architecture-Patterns kreuz und quer um dich werfen, aber wenn ihr das so wie hier beschreibt umsetzt, wird dein Projekt unbemerkt komplexer, schwerer analysierbar, erweiterbar und vieles mehr und das alles nur, weil ihr Design-Patterns angewendet habt, ohne wirklich zu wissen, was ihr da macht und das hat oft fatale Konsequenzen.
Aber was ist jetzt die Lösung? Gar keine Design-Patterns zu verwenden? Nein, natürlich auch nicht, aber du solltest kein Muster verwenden, welches du nicht selber Schritt für Schritt herleiten kannst, wie in dem eben gezeigten Beispiel zur Mehrschichtenarchitektur. Weil nur dann, wenn du das kannst, kannst du auch die negativen Auswirkungen auf die Qualitätsattribute einschätzen und, wenn diese so stark sind, mit entsprechenden Maßnahmen dagegen steuern. Bei mir gibt es beispielsweise manche Design-Patterns, die ich zwar kenne, aber mir noch nie die Mühe gemacht habe, diese herzuleiten. Folglich würde ich diese auch niemals in irgendeiner kritischen Situation in einem Projekt einsetzen. Und genau das Gleiche empfehle ich dir auch. Erst wenn du ein Pattern wirklich kennst und mit allen positiven und negativen Seiten wirklich einschätzen kannst, solltest du es in der Praxis tatsächlich anwenden. Weil sonst ist die Chance viel größer, dass du etwas kaputt machst, als dass du deiner Software wirklich etwas Gutes tust. Deswegen fang am besten jetzt nochmal mit den Grundlagen an und das Video hier auf der Seite zur Modularisierung ist ein perfekter Startpunkt. Das war meine Meinung zu Design Patterns. Schreib gerne mal deine runter in die Kommentare. Dir einen schönen Tag, viel Spaß bei der Arbeit, bis zum nächsten Mal und ciao.